Vier Beispiele. Es ist geradezu grotesk, finde ich, wenn ein Journalist plötzlich die Bedeutung des Völkerrechts beschwört, das er zuvor jahrzehntelang bei viel krasseren Verstößen ignoriert hat. Es ist grotesk, wenn Aufständische mit faschistischem Hintergrund als Freiheitskämpfer gefeiert werden, während Rebellen ein paar hundert Kilometer weiter östlich im Regelfall als Kriminelle hingestellt werden. Ein Journalist angesichts der 40 Brandopfer im Gewerkschaftshaus von Odessa, Sie erinnern sich, von einem Unglück schreibt. Oder an anderer Stelle, dieses Haus sei wörtlich in Brand geraten. Jedermann weiß, wer die Brandstifter waren. Also die Terminologie ist unsäglich, denke ich. Und es ist zumindest fragwürdig, wenn ein Journalist unverdrossen von einer OSZE-Mission spricht, obwohl die Verantwortlichen der OSZE genau dies in Abrede gestellt haben. Als die Verdrehungen und die Weglassungen, die Halbwahrheiten und auch die Lügen für mich unerträglich wurden, habe ich dem Chefredakteur einen Beschwerdebrief geschrieben. Auf seine Antwort, in der er mich dann als Putin-Versteher oder als Pressesprecher Gysis ausgemacht hat, habe ich dann nochmal repliziert. Und ich habe Herrn Rolle ausdrücklich gefragt, ob ich sein Antwortschreiben auf meinen ersten Brief auch im Internet veröffentlichen dürfe. Dann hat mir der Herr Rolle geschrieben, nein, das dürfe ich nicht. Es war ein persönliches Schreiben von ihm. Meine Damen und Herren, was ist das für ein Armutszeugnis? Ein Mann, der sich rühmt, täglich 700.000 Leser zu erreichen, dass er dann nicht einverstanden ist, dass seine inhaltliche Position auch ins Internet gestellt wird. Also es ist lächerlich geradezu. Ja, ich komme zum Schluss. Die Reaktion auf die Veröffentlichung meiner Briefe in Internetzeitungen und Foren war geradezu umwerfend für mich. Zustimmende Mails und auch Telefonanrufe. Unter anderem ein Mail von Ihnen, Frau Schäfer. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt hier sitze. Drei Sätze vielleicht noch zum Schluss. Drei Thesen, wenn Sie so wollen. Ich glaube, dass die Distanz zwischen Politik und Medien heute weitestgehend verloren gegangen ist. Ich glaube zum Zweiten, dass das westliche Bündnissystem schleichend zum Wegweiser für die politische Pressearbeit zumindest in der Außenpolitik geworden ist. Und drittens, ich glaube, dass heute die Trennungslinie nicht mehr zwischen rechter und linker Presse verläuft oder rechten und linken Medien, sondern die Trennungslinie läuft heute ganz woanders, nämlich zwischen den klassischen alten Medien, Zeitungen, Rundfunk, Fernsehen und dem, was wir ganz allgemein als neue Medien bezeichnen. Das sind so meine Einsichten aufgrund dieser beiden Briefe, die ich da geschrieben habe. Ja, und ich danke Ihnen jetzt zunächst mal für Ihre Geduld. Ja, vielen Dank. Nach dieser eindrücklichen Schilderung, gerade über den Kontakt mit Herrn Roller, seine Art, darauf zu reagieren, also das Publikum quasi ernst zu nehmen, würde ich jetzt gerne an Herrn Gößmann geben, die Sie ja auch als Freier und auch Mitarbeiter der ARD durchaus doch über einige Einblicke verfügen in die Arbeitsweise von Medien. Kennen Sie das, solche Reaktionen? Würden Sie sagen, man nimmt bei der ARD die Beschwerden, die kommen ernster? Oder was können Sie? Ich habe ja selber einen Bericht gemacht über die Leserreaktionen in vielen Kommentaren im Online auf die Ukraine-Berichterstattung und habe da auch Herrn Hummelmeier interviewt, er ist von Tagesschau.de, er ist der Chef von Tagesschau.de und habe ein dreiviertelstündiges Interview mit ihm gemacht und habe ihn konfrontiert mit vielen dieser Missinformationen, Verzerrungen der Parteinahme für eine Seite in diesem Konflikt. Und die Reaktion darauf
war immer genau die gleiche Ablehnung. Wir haben nichts falsch gemacht. Auch OSZE-Mission, wir haben doch OSZE-Militärbeobachter geschrieben, das ist für uns okay. Odessa, kein Problem, wir wissen nicht, wer das getan hat. Das gleiche habe ich auch Ines Pohl, Chefredakteurin der Taz, gefragt, die genauso ablehnend war. Ich habe sie dann ein bisschen gepresst und es waren ausweichende Antworten. Ja, vielleicht ist da, hätten wir da ein bisschen mehr drauf achten müssen, auf eine ausgewogene Berichterstattung. Aber die Reaktion ist genau die gleiche, von der Herr von Name jetzt auch berichten konnte. Woran das liegt? Ist natürlich eine spannende Frage. Ich denke, die Grundvoraussetzung, die wir erstmal die wir machen sollten, ist zu fragen, was sind denn die Massenmedien? Was ist die Struktur? Was ist die Institution Massenmedien? Und wenn man sich die Institution Massenmedien in Deutschland anschaut, die Mainstream-Medien anschaut, dann sind das vor allem, also die Struktur anschaut, wenn man sich die Eigentümerstruktur anschaut. Wer besitzt die Massenmedien? Es ist ungeheuer viel Kapitalaufwand da, um überhaupt eine Zeitung herauszubringen, einen Sender zu fahren. Was ist das Geschäftsmodell der kommerziellen Medien? Dann sieht man ja, das Geschäftsmodell ist, Zuschauerschaft, Leserschaft an andere Konzerne und Unternehmen zu verkaufen. Das ist Werbung, nichts anderes ist das. Dann schaut man sich an, was sind die Informationsquellen? Worauf beruhen die Informationen, die wir über die Mainstream-Medien bekommen. Und das sind im Prinzip, also wenn man es zurückverfolgt, sind es zwei große, mächtige Informationsquellen. Das sind der Staat und alles, was da dranhängt, Parteien, Stiftungen und so weiter. Und auf der anderen Seite haben sie Unternehmen, wiederum Wirtschaftsverbände, Thinktanks. Die machen 90%, 95% der Informationen aus. Die sind die Erzeuger von Informationen, die dann die Medien wiederum verarbeiten, die selber profitgetriebene Unternehmen sind. Und dann schaut man sich an, welche Gruppen haben Einfluss auf diese Massenmedien, wer kann Druck ausüben auf die Massenmedien, über Öffentlichkeitsarbeit, über Gegenfeuer, im Amerikanischen nennt man das Flag, also indem man, wenn eine unliebsame Berichterstattung kommt, mit rechtlichen Mitteln Druck ausübt, oder aber indem man die Personen, die diese kritischen Kommentare gemacht hat, unter Druck setzt, sie verunglimpft, sie marginalisiert, stellt man fest, dass es die Medien nicht unabhängige Institutionen sind, sondern sie sind eingelassen in die Gesellschaft und beeinflusst von mächtigen Interessengruppen. Und das ist keine Verschwörungstheorie, sondern es ist erstmal eine Institutionenanalyse. Und daher, ja, wenn man sich die Medien anschaut, die sind Stimmen der Macht, nicht zu 100%. Es gibt kritisches Material. Ich arbeite auch für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich habe für Spiegel Online gearbeitet, für die Frankfurter Rundschau. Ich bemühe mich, Kritik reinzubringen. Ich weiß aber auch, wo die Grenzen sind. Ich weiß ganz genau, welche Themen ich anbieten kann mit einem bestimmten Thema, die unten durchfallen. Natürlich. Können Sie uns ein Beispiel nennen? Also wenn ich zum Beispiel, ich habe zum Beispiel mal ein Thema angeboten, Berichterstattung über die US-Wahlen, eigentlich ein ziemlich, also gar nicht mal so starkes Thema. Und ich habe einfach die These aufgestellt, dass die deutschen Medien als auch die US-Medien nicht akkurat über die US-Wahlen berichten. Das sind wichtige Themen, die in der politischen Debatte einfach ausgeklammert werden, von den Medien auch nicht thematisiert werden. Und daraufhin, also ich habe das dem Bayerischen Rundfunk, WDR, angeboten und ich habe dann, das Thema war eigentlich angenommen von der Redaktionsleiterin des Bayerischen Rundfunks und dann habe ich nochmal telefoniert, es gab dann einen Wechsel, ein anderer Redakteur war da und der sagte, ja, da wollte ich aber nochmal mit Ihnen sprechen, also wie haben Sie sich das denn gedacht? Also unser Korrespondent aus den USA berichtet vollkommen akkurat über die US-Wahlen. Und ich habe ihm dann argumentiert, warum ich das denke und dass ich Argumente dafür habe. Und er hat gesagt, nein, das sieht er nicht so, das Thema kann er nicht machen. Und es gibt viele Themen, die ich schon vorher aussortiere. Also ich sortiere sie wirklich vorher aus, weil ich weiß, dass sie in den Redaktionen nicht ankommen werden. Also ich habe zum Beispiel ein Thema, was ich gerne umsetzen würde, habe ich WDR Monitor angeboten, also ein sehr kritisches Format, wo es darum geht, die EU-Klimaziele
Und meine Argumentation ist, mit einem britischen Klimawissenschaftler zusammen, Kevin Anderson vom Tyndall Center, dass die EU-Klimaziele bei weitem nicht ausreichen, um das 2-Grad-Ziel zu erreichen. Also die, bis 2030 war das Ziel, was jetzt von der EU-Kommission gemacht wurde, 40%. Das ist viel zu wenig. Ich habe das angeboten, der Redakteur fand das Thema spannend, er sagt, es ist ein wichtiges Thema, absolut, aber das kann man in 7 Minuten nicht erzählen. Das war im Grunde, das war ein Riesenthema, das ist absolut neu, eigentlich ein Skandal, weil wenn man sich überlegt, wenn wir das 2-Grad-Ziel nicht erreichen, also wenn die EU als einer der wichtigen Vorantreiber das nicht macht, dann vernichten wir unseren Planeten. Das ist das, was, das ist kein kleines Thema, sondern es ist ein Riesenthema. Aber Klimapolitik ist unsexy geworden. Wir reden über Energiepolitik im Moment und darum werden solche Themen aussortiert, weil die Politik kein Interesse mehr hat an Klimapolitik. Das heißt, Sie können auch wirklich sehen an bestimmten, wenn die Politik sozusagen ein Thema hochreißt, also in den 90er Jahren, Anfang 2000er Jahren, war Klimapolitik durchaus ein Thema. Man hatte gute Reduktionen in Deutschland durch die Wiedervereinigung, CO2-Auslagerung, Finanzkrise, ging die CO2-Emissionen runter. Jetzt haben wir eine Energiepolitik. Wir müssen wieder darauf achten, dass wir Wachstum haben. Und da stört es, wenn wir zu sehr CO2 einsparen müssen. Also gehen die Medien mit. Das heißt, die Medien sind sehr eingelassen in die Gesellschaft und auch in die Kräfteverhältnisse der Gesellschaft. Und wenn die sich verändern, verändert sich die Berichterstattung. Also um Ihre Frage zu beantworten, woran liegt es, dass die Medien so berichten, wie sie es machen? Ja, sie sind Teile der Gesellschaft und die tendieren dazu, Stimmen der Macht zu sein. Also Stimmen der Macht und gar nicht dem Idealtypus entsprechend, die Macht zu kontrollieren. Also nein, die nein. Klassische vierte Gewalt, die ich hochgelobt habe. Ja, danke für diese Schilderung. Ich habe eine Frage, obwohl ich weiß, dass mir das eigentlich nicht zusteht. Aber ich wollte Sie jetzt nochmal fragen, weil Sie eben genau in diesem professionellen Kontext sind. Sie hatten Staat und Unternehmen, Thinktanks erwähnt. Wo würden Sie denn jetzt die Agenturen einordnen in diesem Gefüge? Also die Nachrichtenagentur. Genau, ja. Ja gut, Nachrichtenagentur DPA ist im Grunde wird finanziert und gehalten von den Verlagen. Also die sind ja nicht unabhängig. Ich meine, die DPA ist jetzt in Springer-Haus gezogen. Er hat früher einen anderen Sitz gehabt. Sie ist ein Teil des ganzen Nachrichtenbetriebs und der ganzen Verlagslandschaft. Und ich meine, wir sehen, was wirklich eine Tendenz ist, die schon ein bisschen besorgniserregend ist. In Amerika ist sie viel stärker gewesen, also die Konzentration. Dass wir also Monopole haben in Regionen und reine Tageszeitungen. Es gibt zwar vielleicht 2 Tageszeitungen, aber es ist ein Verlag dahinter. Das ist so, wie wenn Sie in den Supermarkt gehen und sehen da so viele Produkte, aber dahinter stehen Nestlé oder also 3-4 Lebensmittelkonzerne. Das heißt, das Gleiche findet auch statt im Nachrichtengeschäft. Wir haben jetzt gesehen, die Watz-Gruppe, da wird sozusagen die Berichterstattung sozusagen auf einen Newsroom reduziert. Also man kriegt überall, wenn man die Westfälische Rundschau und ich weiß nicht, wie sie alle heißen, die Zeitung, ist praktisch immer die gleichen Nachrichten. Das ist natürlich eine Gefährdung der äußeren Pressefreiheit. Ein anderer Punkt ist natürlich nochmal die innere Pressefreiheit und um die ist es sehr schlecht bestellt. Das heißt, wenn Sie schauen, wie viel divergierende Meinungen innerhalb eines Mediums, innerhalb einer Redaktion sind, dann werden Sie feststellen, dass das zum Teil gegen Null tendiert. Einer, der darauf hingewiesen hat, war ja Harald Schumann vom Tagesspiegel, einer der besten Finanzjournalisten, Finanzmarktjournalisten, der ja beim Spiegel weggegangen ist, weil er genau das moniert hat. Damals ist Stefan Auster Chefredakteur geworden. Er war damals noch zuständig für Umweltthemen, hat auch sehr viel globalisierungskritische Themen gemacht. Er hat ja das Buch Globalisierungsfalle geschrieben. Und der wurde einfach, er durfte nicht mehr über das Thema schreiben. Man hat ihm gesagt, ich habe mit ihm darüber länger gesprochen, hat ihm einfach gesagt, du schreibst jetzt nicht mehr über diese Themen. Und dann hat man ein großes Umweltthema gehabt, ging um Windkraft und so weiter. Und Stefan Aust weiß man, dass er gegen Windräder war, weil er selber ein Pferdegestüt hatte in Niedersachsen und er wollte nicht, dass da Windräder hinkamen und erneuerbare Energien waren sowieso Blödsinn. Und dann hat er
den Auftrag ihm weggenommen und hat ihm einen anderen gegeben. Und dann kam eine große Titelgeschichte im Spiegel, der Windradbahn, wo dann klargemacht wurde.